Das, was jetzt kommt, das Video, wird extrem belastend und euch wahrscheinlich alle tief verstören. Mich hat's auch verstört. Ja, wir haben hier auf jeden Fall folgendes Video. Gamescom und Video der 2014, die besten Tage meines Lebens. Ich glaube nicht, dass das die besten Tage meines Lebens waren. Die besten Tage meines Lebens waren, wo ich tatsächlich 2 Monate am Stück nicht gestreamt habe. Das waren die besten Tage meines Lebens. Ihr macht mich depressiv. Die besten Tage meines Lebens im Gamescom Video der 2014. Ach du Scheiße, Alter. Wie sieht dieser junge Mann da aus und warum ist er Millionär geworden? Man weiß es nicht. Wir können ja mal die ganzen Leute zeigen. Seid mal ein bisschen laut. Hurensohn. Ja. Natürlich nicht. Und ich habe jemanden gefunden, den ich suche. Ah! Oh! Bro! Bro! Nein! Nein! Ah, Leute, man kennt ihn. Da haben wir den guten Pixelwolf. Justin und ich kennen uns schon seit 2013 oder sowas, Alter. Der Reaktionsboss, Digga. Der süße Reaktionsfratz an der Stelle, Alter. No front. Mal gut privat kenne. Hallo? Jo, was? Der gute? Pixelwolf. Sag deinen Namen, sing ihn. P steht für Penis, X. Bro, ist das ein unangenehmer Clip. Geil, Alter. Damit werde ich Justin erpressen. Let's go. Nein, tut's nicht. Ich will... Scheiße, Alter. Mit welchen Leuten war ich da unterwegs? Mit Evalfa D, der damals noch nicht fett war. Justin Pixelwolf, der wirklich einfach aussieht. Digga, als würde er irgendwie Aktien an der Tür verkaufen. Und Petrit, der... Ach, sprechen wir gar nicht erst drüber, Alter. P steht für... Analpenetration. Und wir sind jetzt... Scheiße, Alter. P steht für Analpenetration. Der sexhabende Boss, oder was? Hier im Bereich. Wie heißt das? Ach du Scheiße, Alter. Warum ist denn sein Kopf so viereckig, Digga? Pressebereich. Und wir stehen hier so rum und... Das ist doch... Wie heißt der hier nochmal? Dieser Tommel? Ich kenne den auch irgendwoher. Wie heißt denn der nochmal? Scheiße, Alter. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen sollen. Der denkt, ich... Da war nicht Nilo! Da, guck mal! Da! Imagine! Der ADHS-Boss, ich bin's. Ich denke, ich film, aber ich film gar nicht. Da ist Klängern gewesen, Digga! Da? Hä? Ganz wild, Alter. Pickelwolf, damals, ja. War aber auch, glaube ich, erst 13. Da ist das normal, dass man einen Pickel hat. Ich hab sie immer noch. Ich bin 27. Ich habe keine Schamhaare. Gar nicht eigentlich. Ich schon. Wir wollen hier kurz aufschließen. Oh, scheiße, Alter. Simon Unge mit diesen ekligen Dreadlocks. Guckt euch das an, wie schön die geworden sind. Seht ihr das? Mit Holz drin. Ich habe mir nicht getraut, die damals anzufassen. Es gab so ein Gerücht auf der Gamescom, Alter. Wer Simon Unges Dreadlocks damals angefasst hat, hatte instant Hepatitis C. Das ist kein Witz. Katie Cake. Ich halt mein Maul. Ganz wilder Throwback hier heute, Leute. Das Holz drin. Irgendwo war noch so eine Perle, habe ich auch gesehen. Echt schön. Dreh dich wieder um, ich wollte deine Haare sehen. Er hier ist auch ganz verwirrt, weiß gar nichts damit anzufangen, weiß gar nicht, warum wir alle im Pressebereich sind. Er arbeitet wahrscheinlich für irgendeine Zeit und denkt sich so, diese Missgeburten, was machen die hier? Sind gut geworden. Top-Übergang. Cengiz und Mr. Trashpack. Okay, ich gehe kurz durch. Baloui, Mr. Trashpack, Evive, irgendein Random, Cengiz und Dena. Cengiz sieht aus wie ein Baby, Alter. Junge. Wie wild durcheinander zu gehen. Guck mal da, Digga. Ape Crime damals mit der billigen Much-Variante von der Kamera. Damals schon noch Qualität geschissen. So nicht. Alter, Mr. Morgan. Gott, der war damals schon richtig klein und fett. Geil, Alter. Alle ADHS, alle ADHS, ich schwör's euch, Leute. Alle ADHS und keiner von denen hat's jemals behandeln lassen. Oh, hier gibt's gleich ein Mix-Turnier, das wird... Wir sahen alle noch so jung aus, Digga. Ich bin jetzt eine richtig verbrauchte Uschi, Alter. Ich schwör, eine richtig blutpissende Hafendirne, Alter. Wie groß ist Baloui? Ja. Wir sind richtig, richtig viele Leute. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Wie? Wir schreien doch genau am Vlog. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, wir stehen hier gerade der Schlange an. Und wir wollen alle... Alle warten hier auf. Super Smash Bros. Auf Nintendo 3DS. Nein, stimmt nicht. Ich hab das nicht mal gespielt. Ich war da nur, weil die anderen da waren. Und ich freue mich. Das ist wundermal. Ich bin
richtig, ich bin so excited auf das Spiel. Ich bin so excited auf das Spiel. Das stimmt nicht. Das war einfach gelogen. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich lüge einfach in die Kamera. Das Spiel interessiert mich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir mal spielen. 6-3. Digga. Was ist das für eine Mucke, Alter? Hoffentlich wird das Video gestrikt oder sowas, damit das hier keiner mehr sieht. Damals wie heute, nur am Lügen. Eine legere Alp eignet sich übrigens perfekt zum Schnittbilder machen, ne? Das war ein Placement. Das war ein Placement. Da mussten wir auf die Bühne, Alter. Körperliche Kontrolle von... Damit schon der 1000er Bizeps. Das war geil. Ich bin einfach mit auf die Bühne gegangen, wo alle anderen Leute, so Simon Unge und sowas und Dena und so waren, und alle wurden bejubelt und ich stand da nur so: Ja! Woo! Ach so, ihr seid gar nicht wegen mir hier. Alles klar. Da ist ja Manuel von Broken Thumbs, aber keiner wusste damals, dass das Manuel von Broken Thumbs ist, glaube ich, oder? Wieso gucke ich eigentlich so hässlich? Malte auch. Bro, wie viele Leute waren denn da, Digga? Das sind mehr Leute als... ich halt mal Maul. Wichtige Szenen. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier kurz vorm Bühnengang und ich habe jetzt hier noch zwei unglaublich süße Menschen gefunden. Einmal den Malte. Oh doch, man wusste schon, wie die aussehen, das hätte ich dir ja nicht gezeigt. Und einmal den unglaublich süßen Manuel. Hallo! Ich muss da reinkommen. Vorgestern noch mit Manuel gespielt, dem Ehrenbruder. Genau, hier. Da im Hintergrund Shuffle-LP, Frank Sirius, der schon immer irgendwie 40 gewesen ist, Alter. Kenne ich auch irgendwo hier. Da oben, da. Boah, ich kenne die alle irgendwo, wa? Oh, du musst über die Kamera. Hey, rein. Hallo, Mama. Wir gehen jetzt an die Bühne. Hast du Lust? Guck mal, das ist für mich. Ja, und selbst? Ja. Wir haben uns eine schöne Klasse gemacht. Und die netten Jungs werden uns gleich auf die Bühne geleiten. Ihr seht, die haben scharfe Waffen und die schießen auch, wenn du das weißt. Nein, nie scharf. Doch, das stimmt nicht. Der hat auf jeden Fall, der hat drei Fans, so Kindern, hat er in die Knie geschossen. Und als sie verletzt war, hat er die alle hinter den Müllcontainer mitgenommen. Da hat dann ja Olli, ach, ich halt mal Maul. Doch, die ist genau, ich sehe das. So Plüschkaninchen. Mit der Walter, Plüsch. Werden die Leute niedergeschossen. So. Fischkopf im Hintergrund. Guck mal, wir machen jetzt eine kleine Roomtour. Manuel, hallo, ich zeige euch jetzt was richtig krasses. Komm mit der Kamera. Hashtag Lampenfieber. Was geht hier ab? Was ist hier los? Guckt ihr das gleich an. Okay. Guckt ihr das gleich an, den Typen? Nee. Jetzt. Wir müssen aber wieder schnell weg von dem Fenster. Oh mein Gott! Digga, was war denn das damals für ein Hype, Alter, auf der Gamescom? Junge, imagine, Alter, keine Abstandsregeln, Corona it in, Junge, damals. Alter, das sind 1000 Menschen. Das sind 1000 Menschen, das könnte aber wirklich hinkommen. Guck mal, wie viele das sind, Digga. Also ich meine, aber das Problem ist halt auch, wenn ich ehrlich bin, so Leute schicken mir auch immer Bilder von Gamescom-Bühnen und sowas. Da ist halt eh nicht viel los, so. Man kriegt das halt nie nur so mit, weil wenn man auf der Bühne steht, hat man halt keinen Blick für die Menge, sondern konzentriert sich immer auf die Personen, die hochkommen. Wisst ihr, was ich meine? Auf Full-End-Fan-Concentration. Klingt saudumm. Aber, ja, das ist krass, das mal zu sehen, so. Das nochmal so zu reflektieren, wie viele Leute da überhaupt stehen, Alter. Das sind locker 1-2 Tonnen. Seht ihr das? Seht ihr, wie viele Leute das sind? Nein, die sehen das nicht, die sind dumm. Unnormal. Leute. Jetzt bin ich echt ein bisschen nervös. Perfekt. Weil so viele Menschen... Das ist mega heftig. Das ist richtig krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, okay? Das ist auch meine Hammer. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach auf dem Weg zur Bühne. Und ich werde heulen. Hey!
So, und jetzt können wir dreimal raten. Gibt es hier einen im Chat, einen einzigen, der... Digga, wie viele stehen hier jetzt sogar draußen, Alter. Gibt es hier einen einzigen, der damals da war, und jetzt mal Real Talk, der heute hier im Chat ist? Jetzt wirklich, wirklich ehrlich. Ja, natürlich, ihr wart alle da, ihr seid alle da gewesen, Alter. Ich glaube, ja, fickt euch alle, glaube ich. Ich glaube, Romeox war tatsächlich da. Ich glaube, Romeox war wirklich da. Digga, ihr seid alle so ein Mochchen. Ich glaube, wir haben da nicht mal was in die Menge geschmissen, Alter. Ich glaube, wir waren einfach nur da und haben so T-Shirts oder sowas in die Menge gekackt. Mehr nicht, Alter. Es gab da nicht mal was zu holen. Es gab nur unsere Fressen auf der Bühne zu sehen. Warum macht ihr das? So, wir haben jetzt hier noch ein kleines spontanes Fan-Treffen organisiert. Bro, ich habe damals einfach unironisch Hollister getragen, Digga. Verbuddelt mich rückwirkend. Wir sind noch am Schreiben. Und wir können ja mal die ganzen Leute zeigen. Seid mal ein bisschen laut. Oh, guck mal, hier rechts ist sogar das Gamescom-Camp. No front. Das war ein Witz, natürlich. Sieht aus wie 12. So viele Leute hier. Richtig, richtig Wahnsinn. Und die stehen hier wirklich bis da hinten. Das ist eine riesige Schlange. Und die stehen hier alle schon richtig lange an, um uns zu treffen. Das ist echt Wahnsinn. Also super, super cool auf jeden Fall. Um uns zu treffen. Das war Simon Unges Fan-Treffen. Ich bin einfach nur dahin gegangen. Mich wollte keiner treffen. Ich habe mich da einfach nur reingesneakt. Perfekt. So bin ich bekannt geworden. Was machst du hier? So, einmal da laut sein. Hammer. Okay, dann würde ich... Wie alt warst du da? Irgendwas zwischen 12 und 46, Alter. Ich weiß es nicht. Sagen Sie was gleich zum nächsten Cut. Ciao. So, und es geht zu Bühnenauftritt Nummer 2 heute mit der lieben Felix. Sogar ein bezahlter Bühnenauftritt an der Stelle. Damals das Big Money gemacht. Und wir sind jetzt bei Ubisoft auf der Shake-Up-Bühne und machen da ein bisschen Stimmung. Ja, Freunde. Wichtig, sich durch die Haare zu fassen. Schauen wir mal, wie voll es jetzt ist. Wir sind eben ja schon hin und her gekarrt worden. Wir gehen jetzt einfach mal raus und gehen rüber zur Bühne. Und dann schauen wir einfach mal, was da... So überzogen auch, wie ich dachte, ich brauche Securities. Digga, mehr Leute haben die Securities erkannt als mich. Was... Bart auf damaliger Kontostand. Rocket warst du schon eben mega, mega viel. Hier ist auch schon echt einiges los. Keine Ahnung, bin endlich mal gespannt. Jetzt werden wir durch so einen Seiteneingang reingeschmeißt. Und... Seiten auf 30 mm, Alter. Ja, da sind wir schon hinter den Kulissen. Für den kurzen Weg braucht man das Securities, man kennt das. Warum waren da so viele Leute? Gab es irgendwas umsonst? Bro, da waren ja echt viele Leute. Vielleicht hätte ich damals doch Securities gebraucht. Oder es war wieder so, dass vor mir Simon Unge da war, Digga. Hallo! Hallo! Ich bin komplett lost, Alter. Ich gehe auf die Bühne und schrei Hallo. Digga. Ich glaube, jetzt, wo ich dieses Video sehe, das war 2014, jetzt 2020. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Ich glaube, ich höre einfach morgen auf. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben jetzt gleich einen sportlichen Contest mit Shape-Up. Habt ihr irgendwie trainiert vorher? Ja, 3 Tage vorher. Sieht man doch. Nein. Ja, zeig mal bitte deine Arme. Ist gut, oder? Ist gut. Digga. Natürlich, man fällt immer der Moderatorin am besten ins Wort. Halt deine Fresse, Revi. Ja, ich weiß nicht. Doch, wir schaffen das schon. Natürlich. Guck mal, Leute, wie advanced 2014 die Games waren. Man ist einfach da reingetrackt worden. Wie krass, oder man war einfach selber in dem Spiel drin. Es ist ja
Also es war nicht mehr weit bis zu den VR-Porns. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Oh, guck mal, wie ich ihm schon das Mikrofon aus der Hand reiße. So nach dem Motto, du Hurensohn. War schon lauter, ja. Mhm. Ganz toll, da kann ich mir auf jeden Fall was drauf einbilden, dass die Leute lauter geschrien haben. Die frontet ihn einfach, die Moderatorin sagt, Felix, du musst ein bisschen an deiner Fanbase arbeiten. Felix, mach ich mal die Basics, bevor du überhaupt an deine Fanbase denkst. Seid ihr bereit? Gib mir mal das Mikrofon. Und dann starten wir das Spiel. Ich möchte einen ganz, ganz, ganz ordentlichen Startapplaus hören für die beiden. Digga, ich habe wirklich die Körperspannung. Kennt ihr diese... So eine Körperspannung hatte ich. So eine Körperspannung von diesen Dingern hier. Warte, genau das hier. Das war meine Körperspannung damals. Wabbel, wackel, arme Gewindhosenkamerad. Ja, das war meine Körperspannung damals tatsächlich. Genau so habe ich mich gefühlt. Ist ja immer noch so. Bro, wir machen, also was ich da mache, weiß ich nicht, das sieht aus wie Gay-Sex und was Felix da macht. Wir machen beide keine Kniebeugen, wir machen irgendwas ganz anderes. Ja. 200.000 Punkte auf der Seite. Felix mit machbaren 10.000 Punkten. Ja, ich gebe euch nochmal ein Mikrofon, falls ihr schon wieder reden könnt. Diese Grafik, Alter, ich bin so richtig groß und er ist so klein auf diesem Bild, Digga. Das war eine ganz schöne Klatsche, mein Herr. Ey, mal ehrlich, ich bin zocken und im Zocken, weil die körperliche Betätigung. Was habe ich da gesagt? Ich habe sie verstanden. Ich weiß nur, dass ich die damals unglaublich geil fand. Das ist kein Joke, das ist wirklich so. Aber ich habe mich nicht getraut. Hey, wenn du jetzt... Ach, melde dich doch einfach. Schwuler Text incoming. Digga, das habe ich nicht wirklich. Ich entschuldige mich an der Stelle dafür, dass ich diese Wortwahl hier genutzt habe. Das ist nicht adäquat und ich entschuldige mich nachträglich dafür. Das waren jetzt die coolsten Tage meines Lebens. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür. Digga, kann mich jemand einfach umbringen? Es war einfach so schon. Ihr habt 100, habt 1000 gesagt, ich liebe euch. Schon so, Digga, bin ich fucking Dougie B oder was? Was ist das hier für eine Scheiße, Alter? Leider habe ich vom Video Day nur ein Video, dieses seht ihr am Ende. Und nochmal danke an euch alle, ihr seid toll. Danke, dass ihr mir das alles ermöglicht. Was denn, auf einer Bühne Kniebeugen zu machen, Digga? Bist du dumm? Oh, Adi und Luca. Alles ist besser als Drevi zu sein. Fuck, Digga, dieses Shirt. Das haben ja wirklich heute in der Schule angeschlagen. Sind dafür zu Recht, by the way, geschlagen worden. Jetzt hier, essen gerade ein bisschen. Nein. Adi, wie war der Tag bis jetzt? Ja. Was soll ich sagen? Ereignislos. Ja, wir waren jetzt was essen und sind im Auto gefahren. Dry. Langweilig. Relativ normaler Tag, ey. Ja, schreiende Leute, ja. Ganz viele. Das ist uns nur ein Standard, Stück vom Kuchen. Das ist halt echt, wie gesagt, nur dieses Kleine. Das ist nur ein Stück vom Kuchen, Alter. Ein Teil vom Kuchen, weißt du, wenn wir aus der Haustür rausgehen, ja. Mit dem Helikopter von oben, mit den Paparazzis drin, ja. Mit den Maschinengewehren. Was rede ich da, Digga? Was rede ich da? Kann mir ein... Wie, dass ich... Kameras. Digga, Luca aber einfach komplett ausgeblendet bei dem Video, ne? Einfach nur auf Adi. Ja, ja. Die neueste Technologie, Maschinengewehr, Kameras. Die sind unnormal krass im Preis. Dann haben wir hier noch, ich glaub, zwei andere Fake. Oh, Bro. Bro. Patrick, Kran, Crafter und Lukas. Ich muss mal bitte einmal ganz kurz das Essen zeigen. Ja.
Das ist zwar geil, aber bei jeder Speise, die hier rumsteht, hat man einfach mega den Mundgeruch danach. Wir haben hier... Digga, das klingt wirklich nach so einem Luca-Problem, Alter. Das klingt wirklich nach einem Luca-Problem, Digga. Man hat immer den Mundgeruch, wenn man das isst. Ja, dann putzt der morgens die Zähne, wenn du aus dem Haus gehst, zum Much. Frikadellen. Luca ist nur wegen der Story in die Video-Days reingekommen, das ist klar. Zwiebelsalat. Kartoffelsalat. Ja, es geht klar, natürlich, aber... Warum sitzt der Vibe da? Ich bin auf deiner Nase. Du bist du. Das sind dicke Nadeln auch. Hallo, ich bin Patrick. Könnte ich vielleicht meine Kamera wieder haben, Lukas? Ich weiß, dass du schön bist. Ich wollte gerade die Aufnahme probieren. Dann haben wir noch den lieben... Bro, dieser Moment, wo Adi Justin schlägt, Alter. Digga, das kommt auf jeden Fall in eine fucking Meme-Compilation, Bruder. Imagine, Alter. Imagine, Adi schlägt Justin. Du kennst doch ganz schön gut privat, oder? Ja, schon. Relativ lang. Digga. Hör mal auf dein Essen aufgespucken. Der sieht echt aus wie so ein Marvin. Damals schon am Drippen, der Junge. Perfekt, Alter. Löschen wir das alles aus unserer Erinnerung und versuchen ganz viel mit schnell Alkohol. Ich halt mein Maul, ich kann nicht mal einen Satz formen.